Herzlich willkommen zurück auf dem Kanal Tower 55 zu einem etwas anderen Video auf diesem Kanal. Und zwar, heute zeige ich euch, wie man Mods im Winter Sword Simulator installiert. Und zwar gibt es jetzt zwei Methoden. Eine ist jetzt hier mal die, also aus dem Browser hier. Und die andere Methode ist hier das im Steam Workshop. Ich zeige euch jetzt das mal zuerst mit dem Browser. Also ich bin jetzt hier auf der Seite von dem Austrian Modding Team. Hier gibt es halt die Schneekanone. Die T60. So. Dann wird man halt auf so eine Seite weitergeleitet, die was Pfeilhorst. Also die heißt Pfeilhorst.de. Dann müsst ihr kurz warten. Also ihr müsst immer da drauf klicken, da nirgends hinaufklicken oder sowas. Jetzt zur Downloadseite. Und dann kann man zum Beispiel hier das herunterladen. Ich mache es jetzt mal nicht. Und zwar, weil ich die schon installiert habe. Also dann hat man hier zum Beispiel die Mod. Warte mal, hier. Dann, warte mal, kurz Moment noch. So, dann hat man jetzt hier so zum Beispiel die Mod da, so. So also sollte dann das aussehen. Dann kann man die da einfach reinpacken hier. Also man geht dann da auf Dokumente. Hier auf My Games. Dann auf Winter Resort Simulator und dann hier auf, ne, nicht auf Maps, sondern auf Mods und dann packt man die einfach da rein und dann müsste die drin sein, ja. So, dann gibt es auch noch eine zweite, schnellere Möglichkeit und zwar im Steam Workshop geht man einfach hier hin. So, dann geht man hier auf Community, dann geht man hier auf Workshop und dann sieht man hier schon die Map, also die ganzen Sachen, die was es hier gibt, also die ganzen Mods, die was hier schon gibt. Es gibt zurzeit 4 Mods, es gibt 2 Maps, ein Modpack und eine Snowcam und ja. Ich werde euch die 2 Maps werde ich auch noch vorstellen. Und ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Und bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.